Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute im Wald unterwegs und wir stellen uns kurz vor, wir haben weder Feuerzeug, noch Feuerstahl, noch Streichhölzer mit am Start. Was machen wir? Richtig, wir brauchen ein Feuer und das probieren wir heute aus. Ob es klappt, weiß ich noch nicht. In der Theorie kenne ich alles, in der Praxis ist dann doch nochmal ein Stück anders. Wir schauen, ob es klappt. Bis gleich. Let's go! So, also das erste Konstrukt ist jetzt fertig. Ich habe hier eine kleine Kerbe reingemacht. Da habe ich das Seil verbunden mit der Kerbe hier. Und ich habe extra darauf geachtet, dass der Ast ein bisschen krumm ist. So, erstmal vorweg, beim Feuerbauen ist es ganz wichtig, dass ihr ganz trockenes, extremst trockenes Holz verwendet. Weil es gerade Dezember ist, habe ich leider nicht so viel gefunden. Und deswegen habe ich ein bisschen was von daheim mitgebracht. Sollte aber jetzt klappen. So, das sollte erstmal reichen, glaube ich. Wenn nicht, dann mache ich später noch eine größere Kerbe. Nur, dass das Holz hier so richtig drauf sitzt und nicht wegrutscht. So, dasselbe hier jetzt nochmal. Am anderen Holz. So. Das sollte auch erstmal passen. So sieht's aus. Und jetzt kann man theoretisch auch schon starten. Wir nehmen den Stock, spannen ihn hier ein in den Bogen. Vielleicht ein bisschen mittiger. So. Ja, so passt. Setzen ihn jetzt hier in diese Kuhle. Nehmen das obere Holz. Setzen ihn hier oben drauf. Und jetzt halten wir sowohl den Stock hier, das Holz am Boden gut fest, als auch das Holz oben und versuchen jetzt erstmal zu drehen. Ich habe mich ja jetzt eigentlich lange nicht gemeldet, weil ich nochmal ein paar Sachen ausprobiert habe. Ich habe gemerkt, erstens, dass dieser Stock hier biegsamer sein muss. Deswegen habe ich jetzt einen dünneren genommen und habe das Seil hier nochmal rum. Und ich habe diese Kuhlen doch noch mal ein bisschen tiefer gemacht beide. Und mein Hauptproblem war, dass dieser Stock hier immer rausgesprungen ist, wenn ich angefangen habe, aus dem Seil und aus diesen Löchern. Und jetzt habe ich die angespitzt und das war ein sehr großer Vorteil. Also das empfehle ich euch auch, wenn ihr es machen wollt, spitzt die beiden Seiten an vom Stock. Dann bleibt da eher in den Kuhlen. Gut, und jetzt können wir loslegen. Also ich habe jetzt erstmal schon ein bisschen gebohrt, ich kann es euch noch mal zeigen. Wenn ihr das ein bisschen gemacht habt, oh, ist ganz schön heiß geworden sogar. Heftig. Wenn ihr das ein bisschen gemacht habt, dann müsst ihr nämlich jetzt in dem unteren Holz eine kleine Kerbe einschneiden. Das zeige ich euch hier jetzt nochmal. Damit diese heiße Feuerspäne nämlich da rausfällt. Und die sammeln wir dann auf. Und die brauchen wir dann letztendlich für das Feuer. So sieht's aus. Hier ist dann der Stock drin und der sollte ein bisschen rausschauen. Schauen wir mal, ob das bei uns auch der Fall ist. Ja, also ihr seht, ein bisschen zieht man ihn hier und dann passt es ungefähr. So eine kleine Richtlinie. Wir legen jetzt los. Ich habe mir hier diesen Stamm nochmal zur Hilfe genommen. Wir werden nämlich hier so den Stock platzieren. Hier werde ich so halten und den Stock hier auflegen, weil je ruhiger man den oberen Stock hier hält, desto schneller geht das Feuer an. Ich bin wirklich gespannt, ob es klappt, aber ich glaube, das wird sehr, sehr hart. Läuft gut. Ist echt schwerer, als ich gedacht habe.
Ich glaube, das untere Holz ist besser, wenn ich nehme. Es wird nämlich ein bisschen wärmer. Und schneiden da nochmal schnell eine Kerbe rein. Kerbe fertig. Ich verzweifle. Gibt's doch nicht. Ich glaube, das wird halt nichts mehr. Wow. Jetzt bin ich schon weitergekommen. Seht ihr? Das ist jetzt rußiges Holz. Ja, sehr heiß sogar. Das ist richtig angekuckelt, ne? Und davon brauche ich jetzt viel mehr. Noch ein kleiner Tipp, ich habe es gerade erst herausgefunden. Sehr spitz machen, weil der ist jetzt schon wieder so stumpf hier oben. Schon wieder alles schwarz. Also Hitze ist da. Ja, es raucht. Nein. Boah, seht ihr das? Es raucht leicht, jetzt nicht mehr. Richtig angekuckelt. Okay. Vielleicht kriege ich es doch hin. Ich brauche eine kurze Pause. Ah, das ist heiß. Ah! Ich habe mir hier einen Handschuh reingestopft, weil ich die ganze Zeit meinen Stock hier so anlege und es tut dann mit der Zeit weh, weil es die ganze Zeit wackelt. Diesmal klappt's mit der Ansage. Let's go! So, die Theorie wäre jetzt, mit diesem Pulver hier irgendeinen Zunder zu nehmen und dann anzuzünden. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Hat geraucht. Es gibt's nicht. Ich schaff's einfach nicht. Ist extremst anstrengend. Es muss doch jetzt langsam mal klappen, oder? Ah, ich muss den nochmal schnitzen. Ey, schaut euch den an. Der ist richtig verkokelt. So Leute, ich bin jetzt daheim. Ja, nee, ich probiere es natürlich noch weiter. Aber mein Akku war leer, deswegen bin ich jetzt hierher. Und hier machen wir gleich weiter. Geht nicht. Ich sitze hier halt wirklich seit 4 Stunden. Mehr, 4,5. Und krieg das Feuer nicht an, Mann. Ich gebe jetzt so Gas, ne? Bis es brennt. Und einfach auch nicht aufhören. Nicht aufhören. Einfach immer Gas geben, Gas geben, Gas geben. Ach.
schnell. Mann. Das war so gut. Alter, ich bin so fertig, ne? Mir tut alles weh. Falls ihr euch wundert, warum ich hier übrigens Birkenrinde habe, die brennen super und ich habe die auch schon ein paar Tage zuvor getrocknet. Leute, ich habe echt bald keine Lust mehr. Es muss doch nur einmal angehen. Alter, gibt's doch nicht. Warum geht das denn nicht an? So Leute, wahrscheinlich der letzte Versuch jetzt. Angebracht. Wer hätte das gedacht, hä? Nein, Spaß. Ich habe es tatsächlich nicht eingebracht. Ich habe es gerade mit dem Feuerstahl angemacht, einfach. Also so, ne? Kennt ihr bestimmt alle. Und dann kann man auch ein Feuer entfachen. Tja, das hat wohl nicht so gut funktioniert heute. Auf jeden Fall saß ich insgesamt jetzt ungefähr 5 Stunden dran. Hab den ganzen Tag gebohrt, kein Ergebnis erzielt, bis auf einen Feuerstahl, dann doch ein kleines Feuer anzubekommen. Auf jeden Fall gehört da sehr viel Übung dazu, habe ich jetzt gemerkt. Und ja, ihr könnt es gerne mal ausprobieren und in die Kommentare dann schreiben, wie viele Stunden ihr gebraucht habt. So Leute, neuer Tag, neues Glück, ich habe es immer noch nicht aufgegeben. Mal gucken, ob ich es heute schaffe. 2 wesentliche Punkte will ich heute ändern. Erstens, ich habe heute Watte mit als Zunder dabei. Und zweitens wird der Frederik, den kennt ihr ja schon aus anderen Videos, gleich kommen und mir ebenfalls Hilfestellung leisten. So, der Frederik ist jetzt auch da, ne? Wir werden jetzt gleich starten. Mal gucken, ob es heute klappt. Mich hat es auf jeden Fall nochmal gereizt, das zu probieren. Mal schauen, ob es heute klappt. Hoffen wir es mal, weil sonst würde ich ausrasten langsam. Also Frederik, es wird jetzt ja so aussehen. Kennst du die Taktik selber noch nicht? Nein. Ich werde jetzt hier so reinspannen. Ja. Wie gesagt, ich habe das gestern schon 5 Stunden gemacht. Ich kenne das mittlerweile sehr gut. Ja, wir können mal zu zweit ausprobieren, ja, wie das klappt. Okay, jetzt musst du einfach hin und her ziehen. Ach so, erst zu dir und zu mir. Okay, gut. Mach mal nur ich, okay? Hältst ja, du mal zuerst. Ja. Und das Wichtigste ist jetzt, dass du das gerade hältst und nicht wackelst da oben, okay? Ey, das sieht gut aus. So können wir es schaffen. Bisschen stärker drücken. Wenig wackeln, gell? Ja. Okay, es raucht. Bisschen stärker drücken. Ja. Ah. Genau, und das habe ich gestern 5 Stunden gemacht. Ja, das ist schon schwer, das so ruhig zu halten. Ja. Glaube ich. Ja. Aber dann kann ich mich wenigstens aufs Reiben nur konzentrieren. Es raucht. Bisschen stärker. Ach, Mist. Ja, das ist schon echt schwierig. Richtig. Ich habe das auch wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt. Nicht mehr. Schau. Ja, komm, ich drauf. Mach weiter. Boah, sieht gut aus. Ich komm nicht mehr. Ich
Ah. Also, so weit war ich glaube ich noch nicht. Das wird so schnell dunkel, ne? Das ist der Hammer. Wir machen jetzt hier mit Taschenlampe weiter. Okay. Bisschen quietschig. Ja, so ist perfekt, so ist gut. Bisschen lockerer, minimal. Ja, ja, ja. Nicht bewegen einfach. Ich habe echt alles gegeben, Mann. Was machen wir falsch? Schreibt es in die Kommentare. So Leute, wir haben gerade was festgestellt. Nämlich, dass wir die ganze Zeit eine Plastikwolle hatten. Also das ist irgend so ein Plastikklump, den man nicht anzünden kann. Und das hier ist echte Wolle. Jetzt haben wir mal echte Wolle besorgt. So, jetzt schaut mir den Vergleich an. Einmal mit Feuerstahl. Schaut euch das an. Jetzt einmal mit Plastikwolle. Und wir hatten die ganze Zeit diese Scheißwolle. Seht ihr das? Super. Seht ihr den Unterschied? Okay, wir probieren das jetzt mit der und dann, ja. Schauen wir mal, ob es klappt. Sollte es eigentlich klappen, ne? Ja. So, die können wir dann alles gleich danach drauflegen und nicht die falsche nehmen. Ne? So, wo ist der Bogen? Ach, da. Wenn wir das jetzt ankriegen, ich hoffe, ne? Ich hoffe. Ja, dann würde ich mich freuen. Ja. Dann wären zwar ziemlich viele Stunden für den Arsch, aber ich wüsste jetzt, woran es liegt wenigstens. Ja. Ich kann nicht kriegen. So, dann rechne ich mir auch hin. Ja, ich habe das gestern ein bisschen länger gemacht. Was denkst du, wie mein Rücken gestern wehgetan hat? Yes! Schau mal meine coolen an, hier knie ich. Hier knie ich. Bist du halt so wie mittlerweile? Ja. Und schau dir an, da. Ja. Da. Ach so, ja. Scheiße. Oh, fuck. Hör mal auf. Ich hab keine Lust mehr. Ich auch nicht. Leute, Fazit, dasselbe, was ich gestern schon getroffen habe. Wir haben es einfach nicht drauf. Was können wir besser machen? Schreibt es in die Kommentare. Oder was müssen wir verändern? Ansonsten, abonniert den Kanal für weitere coole Videos. Ja, auf jeden Fall. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.